Vor dem Lager hat er auch gesagt, ja, hast du die Polizei angerufen oder hast du irgendwie so. Und jetzt wird es noch viel schlimmer. Was muss alles passieren? Er hat Diebstahl gemacht, Sachbeschädigung, Rufbord, er hat Türkling abgedingselt, er hat bei allen Orten Rufbord gemacht, wo ich bin. Ich nehme keine Droge, trinke keinen Alkohol. Ich habe meinen Körper noch nie verkauft. Und wozu ist die Tür liegt, aber ich habe gewusst, bevor die Tür, und dann plötzlich liegt wieder so Blümchenzeug so vor der Tür, keine Ahnung, also so geluftet hat sie auch nicht. Also. Und mir hat der Vermieter gesagt, der Herr Konrad, dem das Haus gehört, die halbe Hälfte, dass dort, wo der Wäscheraum ist, hat es einen Eingang. Dort geht niemand rein und raus, also ausser wenn er den Rasen mäht, mit dem Rasenmäher oder etwas rausnimmt. Aber sonst geht dort niemand rein und raus. Und da ist die Zeugin, Frau Ursula Lüss vorbereitet, ist dann noch die Wohnung anschauen. Und er will auch nicht akzeptieren, dass ich Hirntumor habe. Und jemand hat mir gestern gesagt, er gehe einmal zum Brunnen runter, der geht kiffen. Und das ist eine ganz liebe Frau. Aber eben, der andere sauft, kiffen, tut Zeug und Geschichten. Und mir sagt der Kracknut, ich habe nicht mal gewusst, was Krack ist. Was muss auch noch alles passieren? Also da muss mich schon fragen, alle sagen das, dass ich nicht ganz unter. Das kann ja nicht sein, dass ich immer nur von solchen Leuten angegriffen werde. Das darf hier in der Schweiz einfach nicht sein. Ob Schweizer oder nicht Schweizer. Hier geht es nicht um das, von wo es jemand kommt. Aber man darf nicht einfach jemandem etwas zu leid tun, einfach so.